Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Die zwei Typen hier habe ich jetzt endlich geschafft. Und jetzt hoffe ich mal, dass jetzt bald mal hier ein Bonfire kommt. Und zwar, glaube ich, geht es jetzt hier oben weiter. Da werden wir jetzt mal hingehen. So, ganz vorsichtig. Immer schön Schild oben halten. Oh, dann schauen wir mal. Ja, das Gebiet hat schon echt in sich, muss ich sagen. Schon nicht leicht. Okay, hier beten ein paar Zombies oder was es sind. Mal hier hingucken. Nicht, dass mir irgendwas auf einmal hier ins Genick springt. Okay, das könnten Gegner sein. Dann werden wir gleich mal weg. Brezeln. Okay, ist down. So. Dann schauen wir mal hier weiter. Hinten ist auf jeden Fall schon mal Loot. Schon mal sehr gut. Okay, der ist down. Oh, wow, 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 was ist das? Na komm her. Was kannst du? Was machst du? Backstab, sag ich nur. Bam! Jetzt aber, fall um. Du Vieh. Okay, der ist down. Dann gehen wir mal hier weiter. Backstab. Down. Wow. Ruhig bleiben, Leute. Okay, muss ich weg. Ganz schnell. Estus. Okay, du lebst noch? Na komm her. Okay, der ist auch down. Sehr gut. Okay, ich habe jetzt nur eine Estus. So wie ich es jetzt sehe, geht es hier nicht weiter. Okay, wenn ich immer frage, warum ich gegen die Mauern haue. Ich habe nämlich gelesen, dass in dem Spiel versteckte, ja, Räume und sowas gibt, dass man ab und zu mal gegen die Mauern hauen sollte. Dann könnte nämlich sein, dass irgendwie vielleicht was aufgeht. So, und ich habe echt ein komisches Gefühl, wenn ich jetzt hier reingehe, dass hier ein Bosskampf ist. Kann man hier was machen? Öffnen, okay. Ich weiß nicht, ob ich das aufmachen soll. Eine Estus. Ach, scheißegal. Machen wir einfach auf. Okay, Leute. Ich glaube. Oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock, dass ich da reingehe. 8000 Seelen. Ich glaube, dass so ein Bosskampf ist drin. Aber jetzt machen wir mal ganz einfach. Und zwar, ich habe ja hier noch einen Heimerknochen. Falls es wirklich ein Bosskampf kommen sollte, dann werde ich mich wegporten. Okay, probieren wir es mal. Gehen wir mal weiter. Okay, was ist das? Einmal drauf. Was ist das denn? Oh mein Gott. Okay, es wehrt sich noch nicht so bis jetzt. Schleimbatzen oder sowas. Okay, so kannst du bleiben von mir aus. Und down. Sehr gut. Okay, 22 Seelen nur.
Sind nicht gerade besonders. Ah, das schaut schon geil aus. Das Art-Design ist echt heftig. Geil. Aber was ist das hier? Mutant oder sowas? Na gut, ich hoffe mal, dass der nicht zu Leben erweckt wird. Okay, gehen wir einfach mal hier weiter. Geht uns auf jeden Fall Loot. Immer schön schauen hier. Nicht, dass hier links oder rechts irgendwo was rausspringt. Oh, was ist das? Okay, und gehen wir weiter. Ganz langsam vor. Okay, ein komischer Priester oder was es ist. Oh. Backstab. Bam. Und schon wieder so ein Priester. Okay, die sind ziemlich langsam. Und geben eigentlich gut Seelen. Kann man sich nicht beschweren. So. Und immer schön weiter. Immer schön Schild hochhalten. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Fahrstuhl. Ich glaube, ich fahre jetzt aber hier mal runter. Vielleicht ist hier irgendwie ein Shortcut. Shortcuts sind immer gut. Das sind nämlich Abkürzungen. Damit man schneller in das Gebiet kommt. Okay, jetzt mal schauen, was das für eine Tür war. War ich hier schon? War ich hier schon? Fragezeichen? Ich glaube nicht. Okay, schauen wir mal, wo es hier lang geht. Ah, ich glaube, es könnte in die Kirche sein. Jawohl. Sehr gut. Da haben wir uns schon mal einen riesen Weg gespart. So. Jetzt rasten wir erstmal, würde ich sagen. Wollen wir leveln? Wollen wir nicht leveln? Ich glaube 8000 Seelen. Ich glaube, wir gehen leveln. So. Reisen. Feuerband schreien. Ich habe jetzt echt schon so viel Seelen verloren hier. Da wird man echt langsam vorsichtig, was Leveln angeht. Sobald man Level machen kann, am besten sofort immer leveln. Weil die Seelen sind schneller weg, wie man denkt. So, und schauen wir mal, ob wir überhaupt leveln können. Aber normalerweise müssten die Seelen reichen. Ja, die reichen. Knapp 500 Seelen circa. Also ich würde jetzt immer vorziehen, dass wir mal ein bisschen in Kondition reinleveln. Weil ich dann nämlich die öfters ausweichen kann, schlagen kann und. Okay, bestätigen wir das mal. Ich sag mal so, seinen Spielstil muss jeder selber finden. Aber ich habe jetzt oft auch schon gemerkt, ein Schlag hätte ich noch gebraucht, für den Gegner wäre down gewesen. Ja, und natürlich konnte ich dann nicht mehr, weil die Kondition gefehlt hat. Deswegen werde ich da jetzt ein bisschen was reinleveln. Okay, Kapelle der Läuterung. Genau. Und da wieder hin, weil der Shortcut ist jetzt offen. Dann werden wir mal schauen, wo es jetzt da weitergeht. So.
Ich glaube nämlich, hier ist nämlich auch noch ein Shortcut, weil diese Tür kann ich mir auch nicht aufmachen. Da bin ich echt gespannt, wo es dann dahin geht. Aber jetzt gehen wir erstmal hier weiter, würde ich sagen. So, hier war ja soweit nichts mehr. Hier noch vielleicht irgendwie Loot oder sowas. Okay, hier ist nichts. Immer schön die Wände abklappern. In einer Folge habe ich es eh schon mal gezeigt, das heißt der Turmschlüssel. Und da gab es nämlich auch eine versteckte Wand. Könnt ihr euch ja mal angucken, dann seht ihr mal, wie das aussieht. Seitdem probiere ich das eigentlich immer mehr wieder an die Wände hinzuhauen. Schauen, ob irgendwie was aufgeht. So, okay. Okay, die lassen wir jetzt mal, würde ich sagen. So, was machen wir? Gehen wir hier runter oder gehen wir hier raus? Ich glaube, wir gehen mal hier runter. Schauen wir mal, was da lang geht. Ich glaube, nämlich da draußen auf dem Areal ist der blöde Riese. Da habe ich ehrlich gesagt noch keinen Bock drauf. Ach Gott, mein Lieblingsgegner. Die dicke Mutti. Ich verstehe nicht, warum ich den nicht backsteppen kann. Ich probiere es jetzt nochmal. Vielleicht kann ich den jetzt mal backsteppen. Ja, ging doch. Er muss anscheinend näher dran stehen bei dir. Ah, die macht so einen Schaden, unglaublich. Oh, nee. Elendiges Vieh. Stirb! Oh, ey, ich verstehe nicht, warum ich die einfach. Ich habe echt Schwierigkeiten mit den Gegnern. Ich weiß eigentlich schon, was sie machen, aber trotzdem. Irgendwie wollen die nicht so, wie ich will. Abgründiger Edelstein. Na, ich glaube, das sind Mats zum Waffentunen. Schauen wir mal. Abgründiger Edelstein. Das müsste der gewesen sein. Durchwirken, um abgründige Waffen herzustellen. Okay, ich glaube, das würden wir den Spielern geben, dass sie andere Waffen herstellen kann. So, hier geht es nicht weiter. Also gehen wir die Treppe wieder hoch. Hoch, hoch, hoch. Boah, was ist das denn, Schleimklumpen? Ey, die halten echt viel aus, können aber, glaube ich, nichts. Und ich glaube, wenn sie dich mal zu packen kriegen, dann macht es Aua. So wie jetzt, genau. Okay. Stirb! Alles klar. So. Da ist ein Riese. Oder was das sein soll. Oh, der wacht auf. Ab. Ich werde jetzt mal was probieren. Vielleicht geht es ja. Und zwar Bogen. Nicht mehr viel Pfeile, gell? Okay.
Es geht nicht. Also nehmen wir uns wieder unsere schöne Klinge. Da ist er. Müssen wir hier vorbeirennen irgendwie. So schnell. Oh, Alter! Die los, Jäger! Okay, da muss ich irgendwie eine andere Taktik finden. Probier's jetzt aber nochmal. Vielleicht muss ich da schnell durchlaufen, aber geht's ja auch noch runter? Irgendwie ist da noch unten irgendwas. Nee, schaut nicht so aus. Durchkommen. Geht's da hinten irgendwann? Ich renne jetzt einfach mal. Nein! Nein! Oh mein Gott, ich werde sterben. Das war nicht so geplant, Leute. Oh. Aber er hat nicht mehr viel. Oh, wow, der hat wehgetan. Estus nehmen. Estus, komm, komm, komm. Stirb! Oh, er ist down, Leute. Er ist down. Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon richtig Taktik überlegt. Wie komme ich da ganz schnell vorbei und alles? Oh, geil. Kapuze einer Maid, Robe einer Maid, Handschuhe einer Maid, Rock einer Maid. Deshalb schauen wir uns jetzt gleich mal an. Oder ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge an. Weil ich sehe schon, wir haben schon wieder knapp 20 Minuten. Wenn ihr sehen wollt, was das Set so kann, wie es aussieht, ich werde es auf jeden Fall mal anprobieren. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und wenn euch das Video so ein bisschen gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Ja, und sonst würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.